Heute müssen ein paar Lachsforellen und mein geliebtes Aalgeräuchertes geräuchert werden. Die Lachsforellen müssen dran glauben, das Aalgeräucherte werde ich nur veredeln. So, es fängt damit an, ein schönes Feuerchen zu machen im Heißräucherofen. Wenn das richtig schön aufgeheizt ist auf 90 Grad, werden schon mal die Forellen eingehängt. Für diese wunderbaren Forellen nimmt man 80 Gramm Salz, Packung Gewürzmischung, Gurkengewürz, ich mache es zwar nicht, nehme lieber Lorbeerblätter und Pfefferkörner und. 1 Liter Wasser. Bei diesen 4 Forellen sind es 80 Gramm Salz halt für 1 Liter Wasser. Das Wasser kocht man auf und wenn der Sud dann kalt ist, kann man die Fische schon einlegen. Eine Nacht benötigen sie, damit sie auch schön durchgezogen sind und aromatisch schmecken. Diese Nacht in einem Plastikbeutel werden die wohl schon ohne Schaden überleben. Denn sie sind ja sehr frisch, sie zittern ja beinahe noch. So. Aber wichtig ist im Kühlen. Danach werden sie mit Wasser abgespült, an den Fischbräucherhaken gehängt, man sieht es hier, und zum Trocknen aufgehängt. Man spreizt die Fischbräuchen mit einem Stab, was ich nicht mache, weil ich nur 80 Grad, 90 Grad fürs Räuchern nehme, da gehen die Bauchklappen sowieso auseinander. So. Denkt aber bitte dran, bevor ihr die Fische in den Ofen hängt, müssen sie schön trocken sein. Sie müssen eine pergamentartige Haut haben. Dann erst kann man garantieren, dass sie auch anschließend eine schöne goldbraune Farbe bekommen. Wir haben jetzt zwischenzeitlich, ich möchte mal sagen, 60 Grad wohl schon erreicht. Man kann es lesen, kocht 60 Grad. Ich mache den Ofen noch mal kurz zu, damit die 90 Grad, 80, 90 Grad erreicht werden und dann wird schon geräuchert. Wenn das Holz angebrannt ist, nehme ich diese Späne und packe die jeweils drauf. So kann ich mein Feuer, meine Glut so regulieren, dass es immer zwischen 80 und 90 Grad ist. Denn das ist wichtig. 30 Minuten muss es so sein und anschließend werden sie auf 30 Grad herunter gedreht oder wie auch immer. So, und dann müssen die Fische dann eine Stunde im Rauch hängen. Aber ich kann ja nachher noch mal was dazu sagen. So, mein Kleiner, jetzt bekommst du Feuer unter den Arsch. Wir haben 90 Grad und nun wirst du veredelt. Du kleiner Bengel, du. Ach, was lecker. Wow. So, nun sind sie drin. Da ist er drin, der erste, der zweite und der dritte und der vierte. Welcher Mann erträumt sich das nicht? 1,5 Stunden mal so richtig schön drin zu sein. Ach ja. Und dann flutschen sie wieder raus und sind fertig, hoffe ich, auch schmackhaft.
Aber denkt, liebe Leute, an die Nachbarn. Bei mir hier am Wohlweg, da gibt es Dampf hoch drei. Spricht kaum noch jemand mit mir. Beziehungsweise nur, wenn sie ein Ei dafür kriegen. Oder ein Schinken oder wie auch immer. Das ist sehr, sehr teuer. Und nicht auf dem Balkon räuchern, denkt daran, Nachbarswäsche wird dadurch gelblich. Und wenn ihr Raucher seid, legt die Zigaretten beiseite, nehmt mal einen Hieb und schon habt ihr für den Tag genug. Wunderbar. Buchenholz. Gesünder rauchen geht einfach nicht. Nun probiere ich noch schnell was aus. Ob es schmeckt, weiß ich nicht. Darüber werde ich berichten. Ich mache wie mein Ei geräuchertes, bloß dass es nicht vorher gekocht wird, sondern nur eingelegt, wie normaler Schinken. 3-4 Tage. Und dann zu den Fischen hängt. Einfach dazu bei 80-90 Grad. Nun hängen meine beiden neuen Aalrauch, wie auch immer, oder Forellenrauchstücke drin und ein klein bisschen Holz nachgelegt, Tür offen gelassen, damit es ordentlich ankurkelt. Und dann haben wir wieder garantiert eine Hitze von 90 Grad erreicht. Oder sogar 100 und dann wird wieder gedrosselt mit ein bisschen Svenet. Das ist eben halt das Schöne an solchen holzgeräucherten Sachen und ohne Gas. Aber es schmeckt dann auch nachher vielleicht sogar ein bisschen besser. Nun habe ich mir überlegt, meine beiden vakuumgepökelten Eisbeine einfach mal anschließend auch in den Rauch zu hängen, obwohl Fische drin waren. Aber ich weiß jetzt schon, dass der Geschmack genauso gut ist, als wenn vorher Pute geräuchert wurde. Egal, wir versuchen es einfach mal. Die halbe Stunde ist vorbei, 80-90 Grad, die sind ein bisschen größer, sind ja Lachsforellen. Naja, wenn es so langsam runter geht, jetzt wieder auf 60 Grad, noch ein bisschen Sägespäne hinterher oder Sägemehl hinterher und dann eine Stunde lang nochmal richtig schön goldgelb werden lassen. Ihr werdet sehen, die sehen hervorragend aus. Ich bin zwar kein Hellseher, aber ein guter Esser und darum weiß ich auch, dass sie lecker schmecken werden. Wer die Möglichkeit hat, den Ofen bei dieser Kälte auch von drinnen zu beobachten, der soll es tun. Ich werde jedenfalls die nächste Stunde einfach hier drin sitzen. Leider, ich möchte gern was anderes machen, aber die Sicherheitsbestimmungen sind sehr wichtig. Ich werde mich hier hinsetzen und werde aufpassen mit Löschwasser, dass da draußen nichts passieren kann. Obwohl meine Frau sagte, ich soll heute noch mal Staub wischen nach meinem Umbau. Nein, es geht ja nicht. Ich würde ja gern. Und tschüss erstmal.